Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train for City Skylines. Mann. Weißt du doch selber nicht, was ich spiele hier. Wir wollten hier versuchen, ein Luxuswohnviertel hinzuzimmern. Größeres Wohnviertel hinzuzimmern jetzt. Also was sich wirklich über das komplette Feld hier streckt. Und wollten natürlich ja auch unsere Statue des Wohlstands hinbauen. Das würde ich jetzt hier hinsetzen, genau wollen. Wir könnten ja auch noch... ...noch ein paar Kreisverkehre setzen. Hier in hin. Immer zu sagen. Wir müssen das soll das erste wunderschöne, das andere war einfach nur mal zusammengebaut und das soll jetzt eigentlich richtig schön aussehen. So ist der Plan. Benutzt wird es ja schon hier die Straße. Das Stück ja den Stumpf vom Uhr abreißen. So, mal hier neu aufgeteilt. Hier könnte ich mal noch für Fußgänger. Den Weg bauen. Ne, die kriegen keinen. Aber hier kriegt man den Weg. Nur diese Vorstadt-Idee, aber das da drüben soll so hier aussehen ungefähr. Bis an den Fluss ran natürlich. Den Fluss entlang würde ich eine Einbahnstraße mit Bäumen bauen wollen. Nee, das ist blöd, eine Einbahnstraße. Doch. Nee. Doch? Nee. Wir müssen irgendwie noch kleine Kreisverkehre reinbauen. Ich sag hier einen Kreisverkehr hin. Den Kreisverkehr schon. Ah, Mann! Hier soll die Statue des Wohlstands hinkommen. Genau da. Das heißt, wir brauchen ungefähr hier eine Straße. Jetzt können wir hier die Statue hinbauen. So. Genau auf die zugeht es hier die Straße. Ja, er hat keinen Strom, ich weiß. Dann würde ich sagen, kannst hier in Einbahnstraßenregelung immer außen rum fahren. Dann hast du auch sowas wie. Weißt du was? Weißt du was? Jetzt haben wir eine richtige Einbahnstraße. Also einen richtigen Kreisverkehr. Eigentlich müsste jetzt die Straße hier abgehen. So. So wär's zumindest. Und
vom ersten Sinne her praktisch und sinnvoll. Haben wir also einen schönen Mittelpunkt. Dann fangen wir jetzt gleich als erstes an, hier schon mal das richtig einzurichten alles. Und zwar kriegt jeder Quadrant hier der und der eigenes Krankenhaus, Feuerwehr und alles. Und den bauen wir diesmal eine extra Versorgungsstraße, die nur dafür da ist. Und die machen wir hier. So. Hier bauen wir jetzt ein Krankenhaus hin. Daneben bauen wir ein Krematorium. Eine Feuerwehr. Eine Polizei. Für die Bildung sorgt hier eine Schule und eine Oberschule. So. Ja, ich weiß, ihr habt alle noch Probleme, ist mir aber egal. Denn wir müssen jetzt noch ein paar Straßen aufteilen. Eine geht hier weg. Ich warte das mal kurz zu markieren hier. Das wäre zu breit. Also gehen wir hier weg. Dann gehen wir hier weg. Ich denke, das wird so in Ordnung gehen. Wir wollen ja keine zu dichte Bebauung haben, sondern nur eine mitteldichte Bebauung, sage ich jetzt mal. So, und hier gehen wir dann von der Straße. So und so weg. Okay, dann tun wir mal hier ein bisschen Wohngebiete verteilen. Muss mal kurz auf Pause drücken, damit wir jetzt wirklich alle Wohngebiete verteilt haben. Hinten passt das. Ihr dürft euch ruhig ein bisschen ran verleben. Dann müssen wir schnell mal nach Lärm schauen. Na gut, da geht jetzt so. Okay, Wasser. Wasser haben wir hier. Teilen wir jetzt mal auf ein bisschen. So. Und so, damit auch wirklich jeder Wasser kriegt. Hier, damit ihr euch da aufregt, falls da irgendwie so ein kleiner Witzel Kehwasser hat. Sehr schön. Dann würde ich sagen, tun wir aus Sicherheitszwecken hier noch so eine Pumpstation mit anschließen. Ja, ist mir schon klar, dass das Gebäude abgebrannt ist.
Und dann... brauchen wir natürlich auch eine... Stromtrasse. So. Ich hoffe, das geht so. So, ja. Sehr schön. Und jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was sich hier entwickeln wird. Und wie. Oh nein, ein Gebäude ist abgebrannt. Ungebildete Leute, das ist gut. Doofe Leute braucht das Land. Damit wir hier endlich mal wieder ein bisschen was abreißen können. Jetzt habe ich wieder ein Stück Straße abgerissen. Ich stepp. Echt schlimm mit mir. Guck mal, da muss ich euch das Land wieder neu verteilen, ne? Jetzt aber abreißen. Hui. Hui, Abrisskeule. Abrisskeule. Abriss. Alles weg. Sehr schön. Hier stehen sie alle und hier von hier hinten kommen sie jetzt bestimmt alle gleich. Da wird man natürlich erstmal unsere U-Bahn-Strecken an. Ja. Erstmal zusammenschließen natürlich. So. Die andere U-Bahn-Strecke nach dort. Dann. Eigentlich ist es total sinnlos, dass die hier drinnen einen aussteigen. Nee, ich bin doof. Ich brauche nicht bloß einen dann mit so. Wie viel hat so eine U-Bahn-Station gekostet? Aber gut, das lohnt sich schon. Das muss noch mal weg. Ich krieg aber auch was wieder, ne? Das musst du ja bedenken. Dann ist es wie bei anderen Spielen, wo du nichts wieder kriegst. So. Und den Spaß noch mal abreißen. Alles weg. Und nochmal einen neuen Tunnel graben. Das geht ja so leicht. Ja. Wunderschön, was ich hier schon wieder angerichtet habe. Sieht der Kreisverkehr voll hässlich aus. So, und du hast jetzt keinen Strom oder was? Na gut. Oder was? Naja, da erstellen wir jetzt noch schnell hier die Linien. Und zwar würde ich sagen, fahren wir eh mal im Kreis. Hier hinten haben keinen Strom mehr. Die haben irgendwie alle keinen Strom mehr. Gehen wir vorne von hier. Nach da. Nach dort.
Und hier und fahren dann zurück über dort, dort, da. Achso, hä? Na, ist egal. Dann machen wir noch schnell eine Buslinie. Die geht von hier. Geht die hier rein. Dahinter. Hier hin. Dann hier rein. Hier vor und hierher. Und warum habt ihr jetzt Stromprobleme? Ah, scheiße, Seid. So. Damit sollte das Stromproblem gelöst sein, denke ich mal. Ja. Super. Dann war es das für die Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Oder in 2 Tagen. Bis dann. Tschüss.